Oh. Der Postbote war da. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing meinerseits. Und zwar, ich habe die Collector's Edition von Anno 2205. Juhu. Ich freue mich total, dass das jetzt da ist. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Naja, es ist nicht meine, das ist die von meinem Bruder, aber es wäre sinnlos, das zweimal zu kaufen. Ist, weil wir in einem Haus wohnen, also sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und ich kenne meinen Bruder ja von Minecraft is Born Board. Wenn ihr das Projekt guckt, ihr könnt auch gerne reingucken, ich verlinke es euch. Die Playlist. Wird auch wohl in nächster Zeit sein eigenes Projekt haben auf meinem Kanal, worauf ich mich auch sehr freue. Es sieht auf jeden Fall super geil aus und ich wollte unbedingt ein Unboxing machen. So sieht es von hinten aus. Die Folie habe ich schon abgemacht. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Schreite mit der Menschheit in eine neue Zukunft. Du steh auf Zukunft. Die Collector's Edition erhält Season Pass. Zwei zusätzliche DLC-Pakete, Tundra und Orbit. Der offizielle Soundtrack von Anno. Exklusive Collector's Box. Man sieht hier. Ein 60-seitiges Artbook. Wollte ich auf jeden Fall zeigen. Und ein exklusives Foto vom Mond. Ich stelle eben die Kamera um und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Und vorher mache ich noch das. So, der Super Nu packt jetzt die Collector's Edition aus. Wie geht die denn? Aha. Okay. Oh, das ist das Artbook, vermute ich mal. Das sieht auf jeden Fall super hochwertig aus. Sieht auf jeden Fall super geil aus. Machen wir es mal auf. The Art of Anno. Sammlung. Summary, Temperate Region, Environments, Buildings, Vehicles. Zwei Artikel, Region, Environments und Buildings. Und drittens Moon, auch Environments, Buildings und Vehicles. The Temperate Region. Das sieht auf jeden Fall mega geil aus. Das sieht auch auf jeden Fall richtig gut und das Buch ist. Fühlt sich echt hochwertig an. Das sieht auch sehr, sehr geil aus. Es sieht sehr geil aus, auf jeden Fall. Oh, okay, das sieht noch viel geiler aus. Man sieht gerade meine Schuhe, weil ich mich hier so hingekrümmt habe. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. So typisch Anno. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ich hoffe, ihr könnt gut was sehen. Also so gut es geht zu zeigen. Sieht so, so schön aus. Ich finde es auf jeden Fall mega geil. Boah, das ist doch mal ein geiles Bild. Das ist so schön. Oder das, das finde ich mega geil. Das finde ich mega schön. Sieht alles sehr, sehr... Oh, und noch die Quidditch sind hinten drin, haben sie noch reingemacht. Finde ich auf jeden Fall... Oh, das sieht so schön aus. Das sieht einfach so schön aus. Das ist wahrscheinlich der Mond. Oh, da die Vehicles, die Fahrzeuge im Deutschen. Ah, meine sind einfach mega... Oh, das sah schön aus. Ich mag ja Bilder unheimlich gerne. Sieht einfach mega schön aus. Sieht einfach mega schön aus. So, machen wir mal weiter. Was als nächstes ist. Oh, ich sehe es schon. Das war Mut. Ich hoffe, ich kriege das nachher wieder zusammengefaltet. Ansonsten kriege ich Ärger mit meinem Bruder. Okay, sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ich blende davon noch ein Foto ein. Komplett, dass ihr das dann auch richtig seht. Das sieht einfach mega cool aus.
Sideneck Implants. Moonlore. Das steht hier oben. Da. Also das finde ich echt cool, die Idee mit diesem den Mond noch mit einzubauen. The Moon Disc. The Moon. Moons Diameter dann 2160 miles. Its actual spherical surface area is. Ja, in Englisch kann ich das leider nicht sagen. Square miles superimposed on the United States. The moon would cover an area from Las Vegas to Philadelphia. Ja, das steht. Oh, Entschuldigung. Das steht hier. Ich könnte es leider nicht lesen. Weil ich die so nicht fokussiert kriege, leider. Die Kamera. Steht hier oben noch Titanium. Titanium. One of the hardest metallic elements to shield the colognes against the moon's unquiet, heavily metronic weather. Helium 3. This isotopic gas is the. Kann man das sehen, ja? Catalyst for a new wave of lunar colonization to solve Earth's energy problems. Oh, okay. Ich hoffe mal, dass ich jetzt wieder zusammengefaltet kriege. So war es auf jeden Fall nicht. Nein, eindeutig nicht. So, wieder gut zusammengefaltet für meinen Bruder. Dann ist er nachher nämlich nicht so. Der offizielle Anno-Soundtrack. Ja, ich glaube, dazu gibt es nicht so viel zu sagen. Ist Musik. Ist im Music. Sieht auf jeden Fall Ubisoft 28 Titel. Da kriegt man eh nur wieder Ärger mit der GEMA. So, und einmal das Spiel selber. Ja, schön. Ist noch in Plastik eingepackt. Pack's mal aus, ich zock's eh gleich an. So. Anno2205.com. Schreite mit der Menschheit in einer neuen Zukunft. Boah, das sieht einfach. Das fühlt sich so gut an. Das fühlt sich einfach nur so gut an. So neu, so, oh, toll. Ah, ja, und dann Activate Code und halt die CD. Ah, und das macht der Season Pass. Das ist der Season Pass, der ist ja auch mit dabei. Und dann noch halt wieder den Aktivierungscode unten drauf. Finde ich sehr cool. Anno Online, wer möchte? Anno Online zu verkaufen. Oh, das Bild sieht ja mal mega geil aus. Das sieht einfach mega, mega, mega schön aus einfach. Vor dem Spiel in Einhaltung. Ja, ich glaube, das ist jetzt eher uninteressant. Ich denke, einige, die sich das jetzt angucken werden, bestimmt auch selber. Und ich lese mir dieses Ding irgendwie nie durch. Von keinem Spiel, was ich mir kaufe. Echt nicht. Das ist schlimm mit mir. So, das war die Collector's Edition. Das war also die Collectors Edition auf jeden Fall sehr, sehr schickig. Ne? Haben sie echt verdammt gut eingepackt. Also ich finde der Soundtrack, alles einfach und einfach dieses Artbook, das ist einfach nur so schön, wie ich finde. Das ist einfach nur, ich stehe auf sowas und ich liebe ja Fotos und ach, einfach so schön. Ich kann mich nicht drüber beklagen, es ist einfach nur schön. Also einfach super toll. Ich hoffe, das Spiel ist auch gut. Und dann sehen wir uns dann weiterhin auf meinem Kanal in meinen Let's Plays. Und Lala, was machst du da? Katze. Lala, was? Nee. Miau. Miau. So, ja, dann lauf. Geh weg. Auf jeden Fall echt schön geworden. Und ich freue mich echt, das Spiel jetzt anzuzocken. Und wir sehen uns dann
in meinen Let's Plays und weiterhin auf meinem Kanal. Besucht mich auf Twitter, war schön. Man sieht sich. Tschüss.